Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Ja, wir befinden uns hier immer noch in das neue Dungeon. In dem neuen Dungeon, auf der neuen Insel. Jetzt wollte ich hier viele verschiedene Sätze auf einmal raushauen. So, den Kern haben wir. Sehr cool. Ja, was ich ziemlich cool finde, ist, dass auch im Dungeon ab und zu so ein Wegweiser ist. Das glaube ich schon ziemlich cool, vor allem, hier waren wir doch schon, ne? Warte mal. Dann habe ich die Hitze eben nicht gesehen. Ja, stimmt, hier waren wir. Ich glaube, hier ist auch dann empty. Ja, da geht es nicht weiter. Gucken wir hier nochmal. Da ist doch noch... Ach, da war nur der Kern. Okay, dann können wir jetzt hier komplett zurück. Ach genau, da ging es ja runter. Ah, hier die... Ach, die haben wir schon. Öffnen wir mal diese wunderbare Tür. Ach hier, alle Essensdinger sind fast weg. So. Also die gelben Pilze sind echt ideal. Hier haben wir noch einen Kern. Sehr schön. Nimm alles mit, was nicht nied- und nagelsicher wird. Spawnen die immer neu oder bin ich wirklich so blind? Oder beides. Moin! Ich hoffe, ihr könnt... Oh, keine Ausdauer mehr. Dann ist hier ja noch nicht mal was. Zäh. Ich halt. Da sind wir gekommen. Hey. Aber ich verlaufe mich ja hier vorne. Geht's euch auch so? Oh, sehr gut. Das war's sogar hier schon. Okay. Naja, hier. Ja, dann geht mein Dings gleich kaputt. So. Ja, wenn ich mit einer Fackel zuschlage, dann geht die Ausdauer natürlich von der Fackel weg. Also die Haltbarkeit. Was haben wir hier? Noch mehr von den wunderbaren Pilzen. Oh, hier auch. Und hier haben wir noch einen wunderbaren Kern. Sehr schön. Oh, noch einer. Lass mal gucken, wie viele wir schon haben. 10. Oha. Sehr gut. Also auf jeden Fall ist der Schmelzofen dabei. Den können wir auf jeden Fall herstellen. Und wir hier irgendwas anklicken. Hier einfach nur die Tür schließen. Ich dachte schon irgendwie so ein Secret oder irgendwie sowas in der Art. Ja, dann haben wir jetzt ja... Oh, perfekt. Das Dungeon fertig und dabei ist auch unsere Fackel im Eimer. So. Oh ja, sympathisch. Autsch. Wollen wir die noch umhauen? Oder wollen wir weiter zum Uralten? Au! Den Fall habe ich sogar noch kommen sehen. Eben die Waffe wechseln. So. Ah, noch jemand? Ah, ah, ah. So, dann komm.
weitergeht. Da vorne ist der Schrein des Uralten. Oha, sieht schon geil aus. Aber hier sieht man keine Opfergabe oder so, ne? Oder müssen wir hier eiskalt die Augen, die wir weggeworfen haben, reinschmeißen? Mal gucken, hier müsste ja mehr stehen. Verbrenne ihren Nachwuchs. Verbrenne ihren Nachwuchs. Welchen Nachwuchs? Ihren Nachwuchs. Walter Sam, sind die damit gemeint? Ich habe jetzt Angst, den zu holen, weil wir sind mega weit. Bevor wir hier gegen den Uralten kämpfen, möchte ich am liebsten mehr Essen aber dabei haben, klar. Eventuell schon die neue Rüstung. Und sehr, sehr wichtig, hier auch einen Schlafplatz setzen, damit ich hier wieder auferstehen kann. Aber verbrenne ihren Nachwuchs. Was ist damit gemeint? Uralte Schüssel. Vielleicht ist das ja hier wirklich mit den uralter Samen. Würde ja passen vom Namen her, ne? Ich glaube schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Samen damit gemeint sind. So, wir werden jetzt aber hier nochmal runtergehen. Also erstmal hier, ne, ein kleines X. Haben wir jetzt ja erledigt. Warum ich die dann markiere, wenn ich die schon eh gemacht habe? Soweit ich gehört habe, kann man auch die gelben Pilze immer und immer wieder looten. Die sind ja schon ziemlich geil. Also noch einmal so einen leckeren Pilz futtern. So, und jetzt möchte ich ganz gerne, wenn wir eh zurücklaufen, dass wir hier ein paar Kupfererze mitnehmen. Ich glaube, den hatten wir schon gemacht, oder? Nein, anscheinend nicht, okay. Oh, keine Ausdauer. Oh. Wieder zeigen und wenn er den Pfeil holt, wieder zurück. Und jetzt. Bäh! Gibt's hier denn was Schönes zum Mitnehmen? Also ich finde schon, sie müssen. Ja, so wie hier jetzt. Guck mal, schon passen wir da nicht mehr rauf. Also die müssen das wirklich ändern. Ey, komm, dann weg hier. Ich will mich jetzt hier nicht lange damit abquälen. Also das müssen die wirklich mal fixen, dass da die Treppen auch breit genug sind. Und ich wende auch immer eine dicke Stelle von der Wand ist, dass man da die Treppe nicht mehr... Okay. Du erfrierst? What the fuck? Müsst ihr doch jetzt weggehen. Ach du Scheiße. Das ist ein neues Biom. Ah, aber cool zu wissen. Ein Gebirge, was sich da wohl alles verbergen mag. Aber wir brauchen wärmere Klamotten anscheinend. Komm, jetzt können wir mal ein paar Disteln mitnehmen. Geht da schon irgendwas? Hübsch, aber stachelig. Mir steht nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man... Oh, hier ist auch Kupfer vorkommen. Sofort speichern. So. Dann werden wir jetzt mal hier mit unserer Pickaxe ein bisschen rumgeistern. Ach du Scheiße. Haben wir denn noch einen Platz? Ah...
Weg mit den Karotten. So. Warum kann ich sie jetzt nicht... Ah! Ach, ich hab... Oh ja, Wir haben doch eben Platz gemacht. Warum kann ich denn jetzt nichts aufnehmen? Wir haben doch eben was weggeworfen, oder nicht? Stein. Ganz ehrlich, wer braucht hier Stein? Weg mit dem Stein. So. Neues Material. Kupfererz. Bam. Steine können da ruhig rumliegen. Aber ich will das Kupfer. Oh, meine Spitzhacke macht bald schlapp. Wir laden mal ein bisschen Ausdauer hoch. Wie viel Kupfer jetzt haben wir jetzt bekommen? Oh, was heißt das denn? Unverarbeitetes Kupfererz muss in einem Schmelzofen verhüttet werden. Verhüttet? Verschmolzen meinen die wohl eher. Oha. Und hat... Kann nicht teleportiert werden. Ach, die anderen können teleportieren. Wie kann man denn hier bitte Sachen teleportieren? Aber bei dem nächsten werden wir auch wohl voll sein, weil es verdammt viel Gewicht hat, ey. Alter Schwede. Ist er denn nichts aufgenommen? Warte mal. Wir gucken mal eben. Hier die normalen Pfeile weg. So. Mal gucken. Das ist auch ein Stein. Du trägst so viel. Und dann komme ich hier natürlich nicht raus, ne? Komm. Ein Stern weg. Nehmen wir mal zwei. Zack, weg. Ah, okay. Weg mit dem Stein. Habe ich von dem jetzt kein Dings bekommen? Nee, ist immer noch zwei. Oder ich habe nichts bekommen, weil ich zu viel trage. Oh, das ist schon gemein, ne? Hier die Skelett-Trophäen. Gewicht 1,5 ist jetzt nicht viel, aber sollte dann ausreichen. Oder kam jetzt einfach keins? Nee, anscheinend nicht. Oh Gott, wie viele brauchen wir denn bitte für die Kupferdinger dann? Kupfererz. Und schon sind wir voll. Wie viel Gewicht haben die? Die behalten wir auf jeden. Oha! Die wiegen aber ganz schön viel. Wollen wir Feuersteine hier lassen? Wie viel Gewicht? 9 Gewicht brauchen wir. Oh ja, hier, die Knochen brauchen wir aber auch. Oh, das ist so gemein jetzt, ne? Das ist so, so gemein. Bernstein, die Dinger... Holz? Gewicht ein... Oh, ja, ne? Adios, mein Freund. Die Steine will ich nicht. Zack. Das ist doch mal geil. Mal gucken, wie viel Kupfer wir am Ende benötigen für so eine coole Ausrüstung oder so. Muss auch hier wieder was futtern. Ja, wenigstens ein bisschen, ne? Die Geweihspitzhacke ist zerbrochen. Nein. So unterwegs können wir kaum was machen. Ja, dann war es das gerade leider schon. Verdammt! Wir haben nur 6 Kupfererz. Ich hoffe, das reicht aus. Wir laufen jetzt einfach mal wieder zurück. Aber wir haben es ja uns angemarkert. Oh.
Hackeln. Du hast etwas Erz gefunden. Roherz muss zunächst mit Hilfe eines Schmelzofens veredelt werden, bevor es mit Hilfe einer Schmiede weiterverarbeitet werden kann. Oh, scheiße, ich brauche dann doch beides. Um einen Schmelzofen zu errichten, benötigst du Zirtling-Kerne. Die findest du an dunklen Orten unter der Erde. Hä? Also, er meint damit wohl die Dungeons? Ja, er meint wohl die Dungeons. Dunkle Orte unter der Erde. Grab, diese Gruften eben, ne? Grabmeer. Merle, Male. Wie auch immer da der, Plural dafür ist. Und diese können wir jetzt alles mitnehmen. Aber das ist ja schon mal mega. Ich fange an zu frieren. Kein Koffer. Was hatten wir schon? Lauft, ihr Rehe. Oh. Immer zwischendurch diese Lachsen, ne? Habt ihr die auch? Ich denke mal, die sind einfach nur wegen dem Speichern. Na, ich will kein Holz mitnehmen. Holz, weg. Nix gut. Holz, nix gut. Also für mich jetzt. Oh, Karotten. Ja, komm. Jetzt können wir die auch wieder mitnehmen. Hm. Oh. Hier ist so ein ganz kleines Dörf. Boah. Ein Wildschwein. Komm mal her. Du willst mich eh gleich wieder angreifen, ne? Davon konnte ich jetzt nichts mitnehmen. Also von wieder so ein komisches Vieh. Komm mal her. Ja, komm. Oh, du veräppelst mich doch. Na, halt so. Boxe ich ihn, weil mein Speer im Eimer ist. Hier rein, nee, ne? Nee, so nicht. Was ist das denn? Okay. Ich frag mich auch, wie hier der Händler generell aussieht. Hier ist keine Tür. Ah. Eine Facke, okay. Die nehmen wir auch mit, die auch. Facke brauchen wir jetzt nicht. Genug können wir uns hier craften, ne? Guck mal, gibt es etwas, was wir echt nicht brauchen jetzt? Karottensamen will ich nur auch mal versuchen anzupflanzen. Komm, die Augen können weg. Nehmen wir dann mal die Fackel in der Hand, dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich denke mal, ihr seht das genauso wie ich hier in der Aufnahme, aber safety first. Hallo. Noch, oh. Noch eine Fackel. Hä? Gift? Au. Ach! Das ist ein Bienennest! Ah! Wenn wir das wegschießen. Ach, Honig können wir mitnehmen. Komm, Honig will ich aber ganz gerne haben. Hatte ich noch nie. Ha. Nehmen wir die mal weg. Mal den Honig mit. Süß und köstlich. Ach, ist auch ein bisschen zum Futtern, ne? Essen wir mal direkt. Können wir auch die Himbeeren hier, die wir weggeworfen haben, nicht mitnehmen? Wenn wir die finden würden. Aber okay. Und wir können auch hier nochmal so einen leckeren Pilz fordern, bevor der verschwindet. Ah, dann war das nie Gift, sondern die scheiß Bienen haben mich immer gestochen. Offenbar gut zu wissen. Ein
kleines, süßes Dorf hier, ne? Was hatten wir denn hier nochmal? Seht ihr, schon habe ich es wieder vergessen. Ach, unser Boot. Okay, das ist cool. So, und damit reisen wir zurück in die Zukunft, wollte ich gerade sagen. Einmal wieder nach Hause. Ich freue mich schon auf die Schmiede und so, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, alle beide kosten 10 vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie teuer waren die denn? Weißt du? Oh ja, das hat noch geklappt. Werden wir jetzt hier mal... Und wo kommt... Ah, von da kommt der Wind, dann hier. Segel los! Dann wollen wir hier wieder hin. Ja, ich muss sagen, die Loot-Tour oder die Erkundungstour hat sich ja ziemlich gut gelohnt. Ne? Wir haben ein paar Münzen gefunden. Bernstein. Ne, das ist Harz. Entschuldigung, hier, Bernstein. 65 kriegen wir dafür. Und die Rubine? Ebenfalls sehr wertvoll, 140. Also, wir müssen nur noch einen Händler finden. Und am meisten bin ich hier gespannt, ob wir jetzt vielleicht genügend haben, um einen Schmelzofen herzustellen. Und eventuell noch eine Schmiede. Das wäre so legendär, wenn wir beides zusammen herstellen können. Dann können wir auch hier Kupferrüstung vielleicht schon herstellen. Ich weiß leider nicht, wie teuer das ist. Aber was ich mich frage, kann nicht teleportiert werden. Was hat das zu bedeuten? Was bedeutet das? Kann ich irgendwie Sachen irgendwo anders hin teleportieren? Kann ich mehrere Bases haben? Und die Sachen werden dann so gesehen hin und her gemobst? Oder wie läuft das? Muss hier ein bisschen drehen. Der Wind kommt jetzt von dort. Mal gucken, vielleicht macht er jetzt gleich hier so, dass ich hier so runterjucken kann. Sind wir gerade? Ja. Bewegen wir uns denn auch gerade fleißig? Sind wir denn... Ich hoffe, man kann später auch noch bessere Schiffe machen, die auch schneller sind. Ist ja eher für so ein langsames Ding hier. Bewegen wir uns überhaupt? Mega langsam. Vielleicht bin ich ja so schneller. Ist ja... Also mit den Segeln habe ich es noch nicht raus. Man, es hat bestimmt einen Sinn, dass man irgendwo... hier, dass man den Wind sieht. Die Windrichtung. Aber ich will ja dahin. Und jetzt will ich überall hin und nicht da gegen. Wie der Wind um die Ohren pfeift. Ah, am liebsten würde ich mich jetzt schon teleportieren können, dass ich direkt an meiner Base bin. Ich bin gerade so gespannt mit dem Schmelzofen. Und wegen der Schmiede natürlich auch so, ob wir beides schon herstellen können. Hier kann man ja... Ah, das war automatisch laufen. Auf zu laufen. Ja, lauft der einfach mal auf einer Stelle.
Tag 18, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, bis hin nach da müssten wir. Ein bisschen weiter. Auch wenn das vielleicht mit dem Wind jetzt nicht wieder so auf die... Oh, da war ein Stein. Entschuldigung. Wie komisch aus, wie er da jetzt so geht, ne? Aber man muss... Oh, 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 oh. Aber man muss wirklich bedenken, es ist ein Early Access Game. Also Fehler sind hier noch ganz normal. Ah. Aber wenn das so weitergeht, brauche ich bereits ein neues Floß. Ich glaube jetzt geradeaus, ne? Ja. Mal gucken, komme ich jetzt so auch vorwärts? Also das Fluss ist wirklich nicht schnell. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen drehen, aber gleich bin ich dann wieder gegen den Wind, weil sonst donner ich da gleich gegen die Insel. Und das will ich nun beim besten Willen nicht. Ah, hier. Die Insel war unser erstes Reiseziel. Erinnert ihr euch noch? Ist, glaube ich, schon 2 Folgen her. Oh Gott, wir bewegen uns wirklich sehr, sehr langsam. Ich glaube, da ist der Charakter schneller beim Laufen. Aber anders kommt man nicht über so weite Gewässer. Ich bin auch mal gespannt. Unsere Werkbank ist jetzt ja Level 3. Ich denke mal, dass wenn wir Schmelzofen, Schmiede haben und so, dass sie dann auf Level 4, Level 5 kommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann muss ich mir auch nochmal eine Hake machen, damit wir auch Karotten anpflanzen können. Wir müssen noch unsere Base absichern. Wir wissen noch nicht genau, wann die ganzen Viecher immer und immer wieder kommen. Man kann Schweine zähmen, man kann so vieles machen. Das müssen wir auch machen. Und wie ich gelesen habe, ein kleines Bootshäuschen hier braucht noch ein Dach. Ansonsten habe ich ein Problem, dass das Gestell, sage ich mal, nach und nach mit jedem Regen immer mehr Schaden bekommt und es irgendwann auch komplett zerstört. Oh. Stimmt, das Flößchen jetzt weg. Ach, da muss ich wieder an Land. Äußerst gemein. Aber ich hoffe, es bleibt da. Ich will mal stark hoffen. Guck mal eben, sieht man hier Schaden? Ne, wahrscheinlich nur mit dem Hammer, ne? Sieht aber noch gut aus. Aber dennoch ein Dach haben. So, meine Lieben, wir sind zu Hause. Herrlich. So, wir gucken mal zuerst. Ach, Quatsch. Achso, doch, hier erstmal reparieren. So. Die Fackel kann weg. Die wird eh gleich kaputt sein. Wir haben 15 Kerne. Sehr geil. Im ersten Dungeon haben wir echt nur 3 rausgeholt, ne? Aber mega gut. Mega, mega gut.
Ah ne, das ist... Hier, so. Haben wir ein paar Hirschfälle. Ach. Weg mit der Fackel hier. Das ist wirklich nervig, wenn man Sachen wegwirft, dass sie noch so lange bleiben. Ja. Oh. Ne, das war hart. Sorry. Rubine haben wir auch hier. So. Dann gucken wir jetzt mal. Das war aber mit dem Hammer. Fünf? Ja, Mann, wir können beides. Sehr geil. Steine brauchen wir. Und eben die Werkbank, klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich für die irgendwie Luft, also einen Luftstrom brauche. Ach, hier, Nixon und so tummeln hier rum. Aber komm, erstmal hier Steine irgendwie nehmen. Ich glaube, die waren die... Achso, erstmal hier. So, hier Steine. Ich trage zu viel. Machen wir mal die hier dann eben weg. Wo hatten wir Harz? Ach, hier. Was? Warte mal, was machen die? Halt für meinen Fluss an. Hey Baby, wie geht's dir? Hat das Mistvieh gerade meinen Fluss angegriffen? Wir müssen das hier echt absichern. Alter Schwede. Der Harz war, glaube ich, nein, nicht hier. Hier. So, jetzt aber. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ja, jetzt können wir. Hä? Was war das denn? Warum hat er sich gerade hingesetzt? So. Schmelzofen. Das ist ein Kohlenminer. Meiler. Wir machen erstmal einen Schmelzofen. Oha. Oha. Krass. Gut, innen drin kommt er wohl eh nicht hin. Ja? Okay. Was denn nicht von der Höhe oder? Irgendwo hatte ich hier ganz hin und sonst nirgends. Ah, hier auch. Braucht der ein Dach? Wow! Oh, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Platziere dein Roherz in diesen Hochofen, damit er alle Unreinheiten hinfortschmelzt und du ein baren, veredeltes Metall erhältst, den du für die Schmiede verwenden kannst. Um den Schmelzofen anzutreiben, benötigst du Kohle. Kohle wird produziert, indem du einen Kohlenminer erreicht. Ah, mit dem Holz. Oh. Verdammt, aber wo? Okay, danke schön, danke, 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 danke. Ach, da hauen wir die Kohle rein. Und hier so, und hier kommt dann die Ausgabe, nehme ich mal an. Oh Mann. Oh Mann. Okay, okay, das heißt, einen Kohlenmeiler müssen wir auch machen. Hatten wir eh vor, ne? Oh, alter Schwede. Seid ihr denn alle so groß? Ich hab echt eine unebene Aktion hier. Oh, oh.
Wegen dem Stern geht's da nicht. Ich hatte doch mal eine Hacke. Ja, können wir damit, wenn ich die finde. Das ist doch eine richtige Hacke, ne? Ja. Da können wir hier ein bisschen ebener machen. Ja, hallo? Komm, ein bisschen tiefer will ich. Ich will, dass es hier schön so gleichmäßig ist. Ah, wieder Lack. Blöde Ausdauer. Die stelle ich hier direkt. Hier. Anheben, was ist das hier? Befestigen. Irgendwie geht's nicht so wirklich tiefer, ne? Hallo? Warte mal, probieren wir mal hiermit. So. Geht doch viel schneller, ey. Ha. So. Zack, erledigt. Aber können wir den jetzt hier? Nee. Oh, oh, oh. So. Mal gucken, ich bin jetzt mal gespannt. Ist. Ah, hier. So. Ist immer noch Level 3. Ist die Werkbank vielleicht zu weit weg von dem? Hätte ich das in der Nähe der Werkbank stellen müssen? Weil hier werden nicht mehr Craft-Teile angezeigt. Vielleicht kommt das, wenn ich, hier einmal. Wenn ich die ersten, Waren habe. Ich nehme jetzt hier mal eben Holz raus. Schmeißen den mal in den Kohlemeiler. Kohlemeiler. Oh, ein anderes Loch gibt's ja nicht, ne? Ah! Ja, hier. Aber ich sehe gerade. Wir müssen hier rankommen, ne? Haben wir es auch von der Seite noch, wenn wir da so hin? Ja, gerade so. Mal gucken. Bin ja sonst zur Not hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was wegnehmen. Fall der Fälle jetzt, ne?
Ah, neues Bauprojekt Schmiede. Gucken wir mal. Was brauchen wir? Kohle, Stein, Holz, 6 Kupfer für die Schmiede. Okay. Kohle ist ja kein Problem, aber 6 Kupfer. Da brauchen wir aber ganz schön viel, ne? Oha. Alles reinfeuern. Wir müssen gleich mal was futtern. Dankeschön, kommt ja auch. Ah, jetzt. Wir gucken gleich mal auch, wo wir unseren Garten setzen. Ich gehe offline gleich auch nochmal Holz sammeln, so dass wir echt nochmal viel, viel Holz haben, damit wir auch hier ein bisschen bauen können in der nächsten Folge. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Also, wie viele Dinger sind denn noch? 3. Jetzt noch 2. Du hast keine Kohle. Keine. Oha. Weil die Schmiede setze ich ins Haus rein. Ich weiß gar nicht, wenn es brennt, ob hier die beiden Dinger nicht mehr funktionieren oder so, dann müsste ich hier auch nochmal Überdachung basteln. Ja, müsste, die 3 müssen reichen, das heißt, die restlichen hier, die können wir so aufsammeln. Ja, aber ich finde es cool, wir haben beide Gegenstände, den Schmelzofen und den Kohlemeiler. Das ist echt sehr, sehr cool. Und, oh, meine Lieben, ich sehe schon, wir haben kräftig überzogen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut doch mal eure Kommentare unterm Video. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!